Ach, ich renn einfach los. Ich renn einfach so los. Ohne irgendwas. Und jo. Ich muss ja flott machen. Ich wollte eigentlich um diese Uhrzeit spielen. Einfach nur, weil ich da den Fisch mir noch angeln will. Aber jetzt fällt mir gerade auf, der macht ja um 22 Uhr zu. Dann muss ich ja doch noch flott hin. Und ich will hier noch in die andere Stadt. Eieiei. Den habe ich. So, es wäre jetzt eigentlich clever, das eine Taschenbuch Bill das noch flott zurückzubringen, weil wenn ich nämlich jetzt hier in die andere Stadt gehe, wie es Gewitter will, zieht ihr dann um. Den ganzen Käse nochmal. Guck mal, was war denn das für ein großer Schatten? Oh, schon verscheucht. Ja. Wenn da überhaupt ein Schatten. Nein, da war kein Schatten. Nein, hab ich nur eingebildet. Nein. Ah, und die Blumen habe ich jetzt vergessen zu kaufen. Billy Boy! Wo bin du? Wo ist dein Haus? Wo bist? Na? Da bist du ja! Schnuffel! Hallo! Na du? Hey, wie verläuft dein Abend denn so, Claudi? Spinn ich oder habe ich dich am Park gar nicht gesehen? Hast du bei dir renoviert oder was, Quacko? Sag mal, Claudi, was gibt's Neues? Ah, ich habe eine Lieferung für dich. Von Volker. Mann, das ist mein Terminplaner. Ich bin so begeistert, dass du ihn zu mir zurückgebracht hast. Vielen Dank, Quacko. Was gebe ich dir jetzt? Genau, wie wär's mit dem schönen Briefpapier? Oh, danke. Du bist doch nicht enttäuscht, oder? Natürlich nicht, oder doch nicht. Nee, nee, hör damit, brauch ich. Ich hab nichts mehr von der Bude rumliegen. Mensch, du hast mir echt geholfen. Ich hoffe, ich kann auch in Zukunft auf dich zählen, Quacko. Ja, loco. Loco. Mit süße kleine Ente. Mit der süße Enteschnappel. So, 5 Uhr mal dann. Noch 5 Minuten. Ich glaube nicht, dass 5 Minuten ausreichen, um in die andere Stadt zu gelangen, um noch Blumen zu kaufen. Also kaufe ich lieber hier noch die. Ist das, weil es Abend ist, so eine komische Musik hier im Geschäft? Klingt so dranfunselig. Zum Einschlafen. Musst du nur aufpassen, da musst du dann oben im ersten Stock musst du mal gucken gehen, nicht, dass die Kunden ins Bett gefallen sind dort. So. Fritzen. Rechtzeitig hinkommen. Wie lang dauert das denn eigentlich so eine Fahrt? Und es schneit wieder. Zumindest kann ich dann noch den Schneemann suchen gehen. Hat man ja doch noch ein bisschen was zu tun, obwohl die Bude zu ist. Ich hab wieder.
oder lecker heißen Kakao. Mit ein bisschen Chili. Hatte ich heute Besuch, sie hat sich auch schon angekündigt gehabt. Aber sie war wieder so flott. Sie wollte anscheinend nur kurz bleiben oder gar nicht. Ich weiß gar nicht so genau. Und habe ich gemeint, wie jetzt? Habe ich ganz umsonst geputzt? Und dann ist sie dann doch noch ein bisschen geblieben. Sie weiß ja nicht, dass das ernst gemeint war. Nee, ich habe wirklich... ich dachte mir, ach, wenn Besuch kommt, kannst du wenigstens mal am Herd ein bisschen sauber machen. Ich meine, allein die Tatsache, dass ich Spitzmäuse bei mir hier einfinden, muss ja schon genug sagen, was für einen Saustall ich hier haben muss. Ne? Also, das ist der Wahnsinn. Nee. Es geht zum Glück. Oh. Jetzt kommst ausgerechnet du, wo ich dich gar nicht gebrauchen kann, Schnucki. Du hast kein Gesicht. Was machen wir denn hier jetzt bei dir? Jetzt versaust du mir im Grunde genommen die Zeit. Ja, natürlich habe ich das nur hingekritzelt. Ich brauche 5 Minuten vom Bahnhof zum Flughafen und innerhalb von 10 Minuten. Was war? Ich weiß nicht mehr. Ich habe es auch nur so halb kapiert. Ich weiß nur noch 10 Minuten von München am Hauptbahnhof und Flughafen und keine Ahnung. Zum Glück war ich nicht im Publikum. Ich hätte echt eiskalt ganz laut gefragt, sind sie betrunken? So total disbelief, total ungläubig. Ist er betrunken? Meine Güte. Dunk, 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 dunk. Und? Alles noch auf? Oh! Glück. Pass auf, jetzt habe ich nicht genug Platz für noch 5 weitere Blumen, kann das sein? Oh. Ja, natürlich nicht. Warum auch? Ach, jetzt habe ich... Also es hat jetzt geklingelt. Er beschwert sich aber nicht. Das ist schon mal gut. Okay. Seid ihr oben schon am Abstauben? Weiß ich, hab ich die Absperrung schon? Oh! Das sieht neu aus. Ein Exotik-Outfit. Scharf.
Cool. Klassik-Schrank oder... Nee, Royal-Schrank ist das, glaube ich. Eine Kommode ist es ja nicht, ne? Dafür ist es zu hochkant. Sonst. Ja, selbstverständlich. Noch zur Sicherheit. Nee, habe ich keinen Platz mehr. Soll ich noch zur Sicherheit? Ja, eigentlich schon. Ich weiß ja nicht, ob auf der Mülldeponie doch noch Briefpapier rumliegt. Panda-Papier haben wir schon. Kenne mal. Gibt's irgendwas Weihnachtliches so? Schneepapier. Habe ich, glaube ich, auch schon, aber ich bin mir nicht sicher. Was haben wir hier? Das mal garantiert. Kartonpapier. Nee, dann holen wir uns lieber Schneepapier. Habe ich jetzt noch einen Platz frei? Nee, natürlich nicht. So. Sind wir 27. pünktlich in eine andere Stadt, um Geschenke auszutauschen. Das, was ich im wahren Leben ums Verrecken nicht machen würde wollen. Also ein bisschen eng hier, hä? Da hat einer sich so direkt vor deine Haustür das Haus gebaut. Ist ja auch Frechheit, ne? Aber, meine Gute, deine Wangen sind schon gerötet, dass du etwa trainiert, meine Gute. Solange du in Bewegung bist, bleibst, kannst du die Kälte nichts anhören, meine Gute. Egal, du bist das schön, also, oder? Also, worum geht's, meine Gute? Brauchst du was? Ja, ich hätte eine Kleinigkeit für dich zu tun. Ich habe Carlos neulich ein Taschentuch geliehen. Spitzname Stibitzi, weil Carlos immer alles mopst. Ich habe nur leider zu viel zu tun, um mich darum zu kümmern. Könntest du für mich abholen? Machst du das? Sicher. Genau so ist es. Darum geht's. Lass mich nicht hängen, meine Gute. Ja, mach mal. Carlos wohnt zwar weiter da unten, aber ich gehe jetzt erstmal ein paar Briefe abschicken. Das kann man ja hier zum Glück machen, beziehungsweise das für Konrad muss ich ja eh hier machen.
Und da gehen wir mal noch locker flockisch an der Mülldeponie vorbei. Gucken, was der neueste Trend in der Mode ist. Ach so, warte mal. Nee, das ist ja dann... Das wollte ich ja eigentlich mir anziehen. Ah, das hat sich direkt... Ja, super. In den Brief rein. Ach, guck mal da. Ja, was? Mistenkunde. Will, komm. Was willst du? Briefe versenden? Okay, der Brief wurde akzeptiert. So, ist das alles oder willst du noch was? Wie sie schon so grimmelig guckt. Oder wie Nielka sagen würde, der guckt schon sehr sparsam. Oder wie mein Stiefvater sagen würde, macht ein wichtiges Gesicht. Das guckt schon so wichtig. Ja gut, mach die Tür zu, wenn du gehst. Aber schnell, bitte. So. Hier gibt es ja wahrscheinlich keine großartig vielen Fossilflecke, weil schlicht und ergreifend kein Platz ist mehr, ne? Von lauter Unkraut. Das Club-Outfit. Das betrübt mich jetzt doch ein bisschen, dass ich hier keine... Doch, das ist, so macht man Platz. Bei den Fossilflecken ist es ja kein Problem, das kann ich ja alles in die Briefumschläge reinstopfen, wenn ich es so in der Hand habe und von mir verlangt wird, dass ich was austausche, weil kein Platz mehr da ist, ne? Mhm. Ja. Ach, wenn ich diesen Schnee hier sehe, da könnte ich gerade Lust kriegen, spazieren zu gehen. Bei uns hat es aber den ganzen Tag gepisst. Den ganzen Tag hat es geregnet wie bekloppt. Fossilflecke, ne? Ich muss mal echt gucken. Für diese Stadt wäre es tatsächlich sehr hilfreich, wenn ich irgend so einen Trick kennen würde. Ich weiß nicht, Tag der Natur oder so, kann man da nicht in Auftrag geben, dass irgendjemand komplett alles rupft? Weil, boah. Ich würde auch Sternis dafür blechen wollen, ne? Also, weil das habe ich jetzt echt keinen Bock, mir das anzutun. Wie der Herr da... Ach. Der Held der Steine sagen würde, das ist eine Aufgabe für jemand, der Vater und Mutter erschlagen hat. Das ist leicht undankbare Aufgabe. So. Ach, zwei. Ach, guck mal da, jetzt quatschen sie miteinander. Und er hatte gewunken und hat ihm noch ein Outfit gegeben. Wie was? Besonders betrübt, das BB-Outfit. Fragst du dich doch, was ist zwischen den beiden jetzt gerade abgegangen, dass der sich die Klamotten vom Leib reißt, was anderes anzieht und dann betrübt durch die Gegend eiert. Er ist ja wieder hip. Er ist ja wieder gut drauf, sehr schön. Quatschen wir noch. An die habe ich ja auch ein bisschen Narre gefressen, ne? Guten Abend! Wir müssen uns am Tag verpasst haben und die letzten paar Wochen auch. Mir ist es egal, ob ein Schneesturm tobt. Wir leben ja nicht in den Bergen. Du darfst mich, arme Seele, nicht vergessen. Ich erwarte von dir, dass du mich besuchst, ob bei Regen, Schnee oder sonst was. Übrigens, brauchst du irgendwas? Ich habe Langeweile. Ich habe da so meine Quellen. Und von denen habe ich erfahren, dass du einen Limonstoll hast.
Also wenn man jetzt so eine Kindergarten-Humor hätte, Limonenstuhl. Obwohl, ich muss zugeben, gestern hatte ich Kindergartenhumor, weil zwischen wie heißt dieses Zeugs, Emergency Room, da kommt eine Werbeblock, statt kleine Werbeblöcke kommt dann eine einzige Werbung, manchmal, nicht immer, von irgendeiner Hautcreme, keine Ahnung, so QVC-Quatsch, halt so Teleshopping-Mist, ne? Wo so die Leute irgendeinen Quatsch andrehen und dann diese Vorher-Nachher-Bilder, die sowas von gefaked sind, dass jeder Depp es sehen kann, dass mit der Scheinwerferlichteinstrahlung, mit dem Winkel des Gesichts, wie man die in die Kamera hält, plus dann auch noch die Mimik, die dazu führt, wenn man lächelt, dass man nun mal mehr Falten hat. Also so richtig durchdachte Verarsche, die eigentlich sehr offensichtlich ist und dadurch im Grunde genommen schon wieder nicht als Lüge gilt, weil es eben zu offensichtlich ist, diese Schmokes-Werbung. Und da hat der Herr Asam, ich weiß den Vornamen nicht mehr, weil die zwei haben sich geduzt, ne? Die kennen sich wahrscheinlich schon von der Grundschule her. Und und er meinte dann irgendwas von wegen, ja, wir haben die Rezeptur verbessert mit der AA-Formel und mein inneres Kindergartenkind meinte dann nur so, ah, er hat AA gesagt. Also, wenn man nicht drüber schimpfen möchte, muss man sich halt drüber lustig machen und ich muss gestehen, ich habe mich gestern sowas von strack gelacht, weil der Typ, beziehungsweise jede, also es ist immer verschieden, immer Typ, immer Frau, hocke da und schmiere sich dann ewig und drei Tage sozusagen diese Creme so ganz massagemäßig ins Gesicht ein. Also über die Stirn wird das dann horizontal gewischt und die Wangen werden dann so kreisbewegungsmäßig wird das einmassiert und die haben dann so einen leicht stabilen Gesichtsausdruck dabei und ich denke mir, wenn das Ganze dann fertig ist und die machen das Licht aus, da hocke die immer noch da, weil die vergessen, wo sie sind, weißt du, wie so Dekostuhl. Und wenn dann der Herr Asam, der Firmengründer, wenn der da so locker flockig reinkommt und dann, hallo, ich weiß der Geier, Volker, Jürgen, keine Ahnung wie der heißt, und hallo Jürgen, und er guckt dann die Hupfdohle so an, mit diesen festgefrorenen Lächeln im Gesicht, die sind ja so glücklich hier mal aus dem Keller gelassen worden zu sein. Und dann kommt er so locker flockig rein, hallo Jessica, und ich denke mir da so innerlich so, wollen wir poppen? Ich weiß, es ist sehr derbe, klar, aber ich glaube, ich habe die Werbung 5-mal gesehen, habe mich jedes Mal drüber aufgeregt, wie sehr die einen verarschen und wie offensichtlich das ist und am Anfang, ja, sie sparen, am Anfang steht da irgendwas mit 29 noch was, an Euro, und dann sparen sie so viel und dann sparen sie, und wenn sie dann dieses Abo, das nach 2 Monaten kündigbar ist, ne, wenn sie das dann kaufen, dann sparen sie noch mehr und am Ende hast du da eine Rechnung von 60 Euro und ich da denke mir dann, ja, wir sparen einen Haufen Zeug, indem wir den Scheiß erst gar nicht kaufen. Also ja, irgendwann war es dann halt rum, da habe ich dann nur noch Witze gesehen in dieser Werbung, weil anders erträgst du das nicht. Wo war ich? Ah, leugnen ist zwecklos. Das soll zwar nicht jeder wissen, aber ich will schon seit Ewigkeit einen Limonenstuhl haben. Dann isst Zitronen, dann kriegst du auch Limonenstuhl. Würdest du ihn gegen diesen Kohleboden tauschen? Oder die 70-Jahre-Tapete? Bitte, 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 bitte. Ja, ja, Teppich mach. Oh, sehr gut. Ein hübscher Teppich, der deinem Haus einen Hauch von Klasse verleiht. Das kannst du vergessen, der wird verkauft. Oh, und hier ist dein Kohleboden. Dein Limonenstuhl gehört jetzt mir. Mir. Meins. So, der Carlos wohnt hier unten irgendwo. Nee, du bist der Manfred. Der Carlos wohnt dann hier ein Stück weit hin. Wenn ich Pech habe, pennt er schon. Oh. Ja, super. Ganz toll. Siehste, hätte ich mal das sparen können. Der pennt schon. Wieso zum Geier schläft der schon? Das ist doch einer von den Krummeligen, oder? Nee, Manfred ist ein Krummeliger. Manfred ist jetzt auch nur in die Hütte gegangen. Der ist jetzt nicht pennen gegangen, oder?
Weil die stehen doch immer so super spät aus. Um 10 Uhr fallen die doch erst aus dem Bett. Ich wollte ja gerade sagen, da kann ja meins nicht stimmen. Wenn der jetzt schon ins Bett geht und dann um 10 Uhr erst aufsteht, sag mal, was ist denn das für ein Schlaf, ey? 12 Stunden ist ja der Hammer. Haut er sich da mit dem Baseballschläger eins vors Hirn, damit er so lang pennen kann, oder was? Nee, Carlos könnte ein sportlicher sein. Das ist schon zu lange her. Der ist ja schon ewig und 3 Tage aus meinem Dorf wieder weg. Das war ja einer der ersten, die abgedüst sind. Treulose Tromare. Okay, das ist jetzt nicht so ein Riesenschatten. Aber man kann ja mal testen. Okay, so nicht. Barbe. Bob. So, jetzt kriege ich das doch nicht weg. Wer macht denn das jetzt? Ja, ich bin ja extra wegen dem hierher. Das ist jetzt ungünstig. Also, nee, es ist ja mehr als Fisch. Ich habe gesehen im Internet bei International Movie Database, internationale Filmdatenbank, wo ich ja so gern nachgucke. Emergency Room ist ja fast genauso lange gelaufen wie Grey's Anatomy und ich dachte schon, Grey's Anatomy lief ewig. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, die sind schon im 17. Jahr, kann das sein? Bei Grey's Anatomy. Oder bin ich da total falsch? Bei Emergency Room lief mindestens 15 Jahre. Bin ich da jetzt total deppert, oder? Die haben ja auch so einen Zeitsprung gemacht, so wie ich das verstanden habe. Also in ein Jahr haben sie dann irgendwie gekickt. Meredith nach dem Tod von Derek verschollen war. Ich weiß auch nicht, ob sie das gleiche Kind noch haben. Die Schauspielerin, die das Kind von denen gespielt hat, die Sola, die war ja, also als Baby war ja die das hübscheste Kind, das ich jemals im Fernsehen gesehen habe. Die hat ja so goldig ausgesehen. Normalerweise bin ich nicht so auf von wegen. Also dieses Kindchenschema ist normalerweise nichts, was ich jetzt sofort, was bei mir funktioniert. Scheibenkleister. Wie kriege ich das jetzt wieder raus? Gar nicht. Okay, lassen wir das. Ich meine, Baby ist ein Baby. Natürlich sind die niedlich, ne? Aber das Kind, das war ja bezaubernd. Das hat ja so bezaubernd ausgesehen. Und wenn das gelächelt hat, da hast du dich ja richtig schock verliebt. So. Dann gucken wir mal doch noch, ob ich mal in meiner eigenen Heimat einen Fisch finde. Dann muss ich halt nochmal morgen nach dem Carlos gucken. Muss ich ein bisschen früher hierher gehen. Es kommt mal vor wie 9 Uhr abends. Jetzt, wo ich hier
Stuttgart auch 9 Uhr abends habe. Also 10 Uhr eigentlich schon, ne? Jo, 10, 24, ja gut. In Wirklichkeit ist es bei mir jetzt gerade 17 Uhr noch was. 17.10 Uhr. Aber es kommt einem auch so durch das Dusische da draußen. Das ist so früh halt dunkel und morgens um 5 joggen gehen ist auch dunkel. Und wenn man abends Zeit hat zum Entspannen, was mache ich da? Ich hänge am Videospiele-Konsole. Anstatt spazieren zu gehen, obwohl jetzt wäre es auch egal, jetzt ist auch dunkel. Mein Vitamin D-Haushalt muss tierisch im Keller sein. Ich muss mal morgen und gegen die Mittagszeit muss ich mir aber wirklich nur eine Stunde Zeit nehmen und einfach mal spazieren gehen. Um zumindest ein bisschen Vitamin D einzusacken. Ich bin ja eher der Meeresfrüchte statt Fischtyp. Ich sollte mal ein bisschen mehr Fisch essen. Ich meine, gut, das kriege ich eh oft gesagt, wegen dem Jod. Wegen der Schilddrüse. Ich weiß nicht, er sieht so friedlich aus. Soll ich den wirklich wecken? Guck den mal an, ist der nicht putzig? Und es ist Klaus Kinski. Ich glaube, den werde ich nicht wecken. Ich glaube, das ist ein bisschen ungesund, wenn ich den wecke. Für mich. So, denk dran, du hast jede Menge Blumen dabei. Guck, wo du ihn plackst. Hier ist ein Haus. Ja, Sophie, ich hab doch hier irgendwo eine Papageientulpe, oder? Ja. Was Grelles. Betonbarriere. Pferdchen. Weiß gar nicht, war ich bei dir schon mal in der Bude drin? Oh Gott, nein, da war ich noch nicht, das hätte ich mich erinnert. Ach so, so wird's dann aussehen, wenn ich das Herzchen-Serie auch benutzt hätte. Gott sei Dank gab's vorher die Halloween-Serie. Oh ne, also das sind ja so viele verschiedene Rosatöne, wenn's wirklich so ein bisschen einheitlich wäre, ne? Wenn die Tapete weiß wäre statt altrosa mit Rosen, sondern einfach weiß und dann halt so Rosen, das wäre in Ordnung. Gut, der Teppich ist... Teppich, ja. Also komplett rot, ja. Das geht dann auch noch. Weil weiß ist eine neutrale Farbe. Rosa mit rot ist gerade so in Ordnung. Grün ist ja ein bisschen relativ, also neutral, ne, von daher. Aber meine Güte, nee, das wäre mir alles zu wusselig hier so von der... Farbgebung ist es mir zu wusselig und von der Musterung... Oh. Claudi, das Outfit, das du mir geschickt hast, passt perfekt. Ja, hast du meine Größe geraten? Ich habe für Pferde eingekauft. In Sachen Mode hast du wirklich die Nase vorn, oh ja. Egal, was gibt's, oh ja. Es geht so. Oh, die Schneckenflocken glitzern im Mondlicht. Bei Tag sieht das ganz anders aus, oh ja. Das stimmt. Die Nacht ist schon geil, wenn das ganze Boden mit Schnee bedeckt ist und... Ja, Neumond ist natürlich problematisch, aber so ein bisschen Mondlicht reicht schon vollkommen aus und schon sieht das richtig, richtig klasse aus. Weil ja die Sonne, beziehungsweise die Sonne, das Mondlicht wird ja reflektiert. Das ist schon schön. So, wo plack ich dann Blumen hin? Ja, genau. Hier könnte ich ja hinplacken. Gut.
Heute habe ich die Quiche Lorraine gebacken. Heute ist ja in Wahrheit immer noch vor Weihnachten. Heute ist ja 22. in Wahrheit, nicht der 27. Muss man auch gucken. Ich würde ja gerne noch Salat haben an Weihnachten, weil mein Stiefpapa hat es ja so gar nicht irgendwie im Salat. Ich würde ja jetzt behaupten, das ist so ein richtiger Männerhaushalt, aber das ist ja auch wieder so ein Vorurteil, ne? Sehr fleischlastig, wenig Salat. Aber als ich gestern bei meinem Cousin war, da gab es dann Salzkartoffeln, Nudeln, irgend so ein Gemüse, keine Ahnung, Karotten, frag mich nicht, Erbsen, Bohnen oder so? Nee, ich weiß, ich glaube eher Bohnen. Keine Ahnung, irgendwas grün geschnibbeltes. Das ist so, ich würde mal sagen, so Fertigsachen, Fertiggemüse, weil die Karotten waren auf so eine bestimmte Art und Weise geschnitten. Das kenne ich nur aus der Tüte. Und normalerweise ist das gar nicht so mein Ding, weil ich finde die Karotten, die schmecken dann immer so sehr grün. Ich liebe rohe Karotten, an denen könnte ich ewig nur 3 Tage rumnagen. Ich finde ich echt klasse. Die habe ich immer mit meinem Hund geteilt. Immer so, du einen Coin und ich eine Scheibe. Du einen Coin, ich eine Scheibe. Jedes Mal, wenn ich eine Karotte in der Hand hatte, stand dann der Hund vor mir so, hä, hä, hä. Da kommt gleich was geflogen. Da hat er tatsächlich gebettelt und ich habe ihn betteln lassen, also muss ich gestehen. Da hatte ich Spaß dran, mit dem meine Karotte zu teilen. Und was war noch? Ah, ein Salat. Und dann meinte sie, ja, aber der Salat, der ist schon einen Tag alt, ne? Also, da habe ich mir dann gleich die Schüssel gegriffen. Oh, ich liebe Salat. Vor allen Dingen, ich bin ja faule Wutz, ne? Ich liebe Salat, aber das Putzen ist manchmal so, wo ich mir denke, oh, ich habe jetzt keine Lust. Und dann liegt der Salat dann halt ein bisschen länger im Salatfach im Kühlschrank. Und dann kann es passieren, dass ich ihn dann schon ein bisschen später erst esse. Das ist mir egal. Hauptsache Salat. Und deswegen habe ich da gar keine Probleme mit, wenn der da so schon einen Tag lang gezogen hat. Das war auch kein Kopfsalat. Ich meine, Kopfsalat wird ja total zusammenfallen. Das war so nicht Eisbergsalat, aber schon ein bisschen so ein bisschen knackigere Strunken waren das. Ich weiß gar nicht, ist das ein hochdeutsches Wort? Strunke? Weiß ich gar nicht. Ah, ist sehr lecker. Ich fand's gut. Und Fleischkäse habe ich dann links liegen lassen, war auf so fettiges. Ich weiß nicht. Normalerweise hätte ich früher sofort zugegriffen, weil ich so, oh, Fleischkäse. Aber da brauche ich Brot dazu. Auf einem Weg. So Fleischkäse weg. Das ist lecker. Aber mehr Brot als Fleisch, ne? Weil. Gestern, ja, okay, aber vorgestern habe ich sie, glaube ich, auch ein bisschen links liegen lassen. Guten Abend, Löwi, deine Wangen sind schön gerötet. Hast du etwa trainiert, Löwi? Solange du in Bewegung bleibst, kann dir die Gelder nichts anhaben, Löwi. Egal, du willst das nicht irgendwas, oder? Also, worum geht's? Oh, dich habe ich ja total vergessen. Fisch für dich? Ach, da habe ich aber Glück gehabt, dass da ein Fisch überhaupt dabei war. Was? Du hast einen Fisch gefangen? Himmelsakrament nochmal. Boah, ich hätte nie an dir zweifeln sollen. Mein Fehler, ich stehe da ganz schön dumm da. Du lässt es mir doch durchgehen, oder? Ah, ich sag dir mal was, ey. Ich gebe dir etwas, um dich wieder milde zu stimmen, Baby. Und es ist ja kaum zu glauben, du die eine Toilette. Ganz neu, Claudi. Herzlichen Glückstrumpf. Ja, ne, Glühstrumpf. Es sieht aus, als hättest du das Angelturnier im Griff, Claudi. Ja, wirklich, Levi.
ein Klo angedreht, ist ja unangenehm. Das obligatorische Gehen ist mal wieder angesagt. Egal welche Uhrzeit, wenn ich Animal Crossing spiele, bin ich total entspannt. So, was ist denn das? Du bist so weit weg, ne? Und wenn ich um die andere Seite gehe, dann bist du auch wieder weg. Ah, okay, ich kann ihn ein bisschen dirigieren. Das ist sehr schön. Und das ist ein Karten. Ja. Also den Schatten, den ich da am 24. oder 25. oder wann das gewesen ist, 24, da hatte ich ja keine Angel in meinem Kescher, in meinem Inventar. Der war auf jeden Fall so fett, dass es ein Huchen gewesen sein muss. Der war auf jeden Fall dicker als der da. Diesmal sogar mit Schinken. Normalerweise mache ich ja dann nur geräucherten Mozzarella rein. Aber ich habe mir dann doch anders überlegt. Ja, komm, machst du Schinken dazu. Wenn Johannes davon isst, dass der dann auch ein bisschen sein Fleisch hat. So schön gekochter Schinken ist ja gut für die Gelenke, ne? So Übersäuerung der Gelenke gibt schön Gicht und so, ne? Weil nee. Er hat ja gemeint, er möchte auf seine Figur achten. Bitte was? An Weihnachten? Bist du verrückt? Jetzt habe ich hier 500 Gramm Mascarpone im Kühlschrank stehen für mich alleine. Sehe ich ja mal gar nicht ein. Ich mache die Tiramisu da trotzdem. Ich nehme die auch mit. Von mir aus schleppe ich die auch halb wieder heim, das ist mir gerade egal. Aber ich esse die nicht alleine, weil ich will auch auf meine Figur achten. Achso, nee, da ist ja. Das ist Tropfenpapier. Habe ich das Schneepapier im Inventar. Bin mal gespannt, wann ich das gebrauchen werde. So nächstes Jahr im Sommer. Ah ne, so viel spiele ich ja gar nicht mehr. Hey, Nauni. Wollen wir nicht nach Hause gehen, bevor ein richtiger Schneesturm aufzieht, weil du? Ja, wann willst du, weil du? Bisschen labern? Hey, hast du schon von Dr. Keke gehört? Was ist das? Du kennst ihn nicht? Er ist wohl noch besser so. Er ist nicht besonders. Kann ich dir sagen. Wirklich nicht. Der steht immer noch da. Wieso geht der da nicht dazu? Entspann dich, Claudi. Ach, den kann ich gar nicht vom Haus weit genug wegschieben. Huch. Der war wohl an der Leine dran. Oder der hatte so ein Halsband an, ne? So ein Elektrohalsband. Sobald man ihn zu weit vom Haus wegschiebt, gibt's doch für die Hunde oder so, ne? Damit die schön im Territorium bleiben. Kriegen sie alle gewischt. Das habe ich mal bei Modern Family habe ich das gesehen, dass der eine Köter sowas hatte. Arme Vieh.
statt dass sie auf ihren Viehkram aufpassen, kriegen sie dann so ein Elektrohalsband umgezogen. Ist nicht nett. Ach so, ich könnte ja mal nach meinem Post gucken, ne? Oh, apropos, was ist mit dir eigentlich? Ja, ich bin cool. Ich chille nur ein bisschen. Locker abfrosten. Wenn ich mich bewegen könnte, wäre ich der beliebteste Typ weit und breit. Das hast du gestern auch schon gesagt. Ich habe jetzt aber auch keinen anderen Ball gefunden. Keinen Schneeball, ne? In der anderen Stadt, ja, aber nicht hier. Schneemannlampe, danke ich dir, dass du aus mir so einen tollen Schneemann gemacht hast. Diese Lampe schenkt dir auch an kalten Tagen warmes Licht, Schneepflicht. Schneemehl. Ich glaube, die könnte ich eigentlich hierhin placken für den anderen Charakter in der anderen Stadt, weil hier möchte ich keinen anderen Charakter erstellen, ehrlich gesagt. Da habe ich nicht so Bock drauf. Vor allen Dingen, weil dann das mit dem Briefeschreiben nicht so schnell geht. Die Briefe schreiben, das ist dann genauso wie in der anderen Stadt. Dann wird zuerst der Name des zweiten Bewohners wird angezeigt und dann erst das Museum und wo. Das gibt nur Ärger. Ich müsste mindestens einen von den Schneeballen gefunden haben. Ne? Es sind ja schließlich zwei, die hier irgendwo rumliegen. Oder geht das erst, wenn der schon weggeschmolzen ist? Nee, glaube ich nicht. Aber ich gehe mal an die Stellen gucken, wo normalerweise die Schneeballen liegen. Also hier war ja gestern der, wo der Volleyball auch gerne mal liegt. Oder Basketball, Fußball. Das sind ja nur drei verschiedene Bälle, ne? Vom Muster her. Okay, hier war auch ab und zu mal einer. Also wenn ich einen nicht finde, das kann ich ja noch irgendwo verstehen, aber zwei dann nicht finden? Weiß nicht. Das ist ein bisschen eigentümlich, würde ich sagen. Ganz weg. Ach so. Das wusste ich nicht. Wenn man zwei Felder weg ist, dann ist der Fisch weg.
zum Kohlen zu verkaufen. Jo. Vielleicht habe ich ihn auch zermatscht, das kann auch sein. Beide. So. Wenn ich am 25. wieder da bin, dann habe ich 2 Tage sozusagen rausgearbeitet hier. Das ist ganz gut so. Brauche ich auch keinen Schiss zu haben, dass ich mal wieder im Verzug bin. Manchmal werde ich wahrscheinlich auch erst nachmittags wieder heimkommen. Zumindest nicht versuchen, im Dunkeln zu fahren. Auf der Autobahn ist das zwar jetzt nicht so schlimm im Dunkeln. Da kann man ja am Spiegel so diesen Klappmechanismus machen, auf dem Rückspiegel. Dann strahlen einem die ganzen SUV-Halogenstrahler nicht so ins Auto rein. Ich habe ja ein normales Auto, ne? Das ist ein bisschen niedriger. Aber ich merke schon, seitdem ich die Brille habe, dass das mit dem Blenden doch ein bisschen krasser ist, seitdem die ganzen Halogenleuchten so schwer modern sind. Im Dunkeln und dann noch nasse Straße, dann ist rum. Das ist schon wieder. Was wollt ihr denn alle von mir, Menschen? Es geht ja, ich habe noch keinen Platz hier. Was ist das? Der Prinz. Claudi, junges Ding. Ich bin vor kurzem umgezogen. Einfach so, ohne Grund. Was soll ich dazu sagen? Ich lebe jetzt in Midgard. Kauf mir ein Geschenk und komm vorbei. Komm mal vorbei, Prinz. In Fröschti ist husch die Walli. Hallo, Claudi. Deine Briefe sind immer so komisch. Vielen Dank. Claire hat mir das Ding geschenkt, aber es passt nicht zu meinen anderen Sachen. Bis nächste Mal. Ade. 1000 Küsse, Walli. Ja, Walli wollte ich ja ein anderes Outfit schicken, ne? Schubkarre, oh ja, also, wollte ich ja mal ein anderes Outfit schicken und deswegen habe ich ihr geschrieben. Muss ich dann den Brief mal behalten und das muss ich sowieso behalten. Hallo Claudi, es ist nicht abenteuerlich? Ist es nicht abenteuerlich, in andere Städte zu reisen? Das hier, Claudi, ist mein größter Schatz. Du sollst ihn haben. Schreiben verursacht Kopfweh. Dein Konrad. Kein Platz mehr, ja, toll. Ja. Ich glaube, ich werde doch jetzt noch ein bisschen spazieren gehen. Wenigstens frische Luft, wenn ich schon keine Sonnenenergie ertanken kann für Vitamin D. Dschungel-Outfit. Okay. Aber das schmeiße ich weg und dann behalte ich das eine, damit ich dran denke, zu Walli zu gehen, um mal zu gucken, ob die endlich mal ein anderes Outfit anhat. Wird doch gelacht, wenn wir der nicht mal was anderes hier, ne, so andrehen könnten.